Dieser Topf hier, der sieht so hässlich aus. Bisschen näher. Hi, ich bin Amelie und nein, das ist kein altes Video, was euch angezeigt wird. Ich bin wieder da. Warum bin ich jetzt wieder da? Was habe ich gemacht? Was geht überhaupt ab? Also eigentlich bin ich wegen Corona wieder hier. Ich war in einem ganz, ganz tiefen schwarzen Loch wegen Corona, wie wahrscheinlich viele von euch oder ein paar. Und was mir ganz toll geholfen hat, ist irgendwie meine Kreativität wieder zu entdecken, viel zu zeichnen. Ihr wisst, ich habe schon immer viel Kreatives gemacht. Aber Zeichnen war immer so ein Riesenpart von meinem Leben und irgendwie habe ich das über die letzten Jahre immer mal wieder gefunden, aber ganz oft auch wieder verloren. Und jetzt bin ich irgendwie in einem Punkt angekommen, wo ich mir denke, nee, das wird jetzt nicht mehr verloren, das wird jetzt durchgezogen. Warum kam jetzt seit 2 Jahren nichts mehr? Also Leben kam dazwischen. Ich habe gearbeitet, habe meinen berufsbegleitenden Bachelor gemacht. Den habe ich Anfang des Jahres abgeschlossen und dann bin ich jetzt nach Stuttgart gezogen. Hallo liebe Stuttgarter, ich bin jetzt auch hier, um hier meinen berufsbegleitenden Master zu machen. Ja, und dann kam Corona. Wie gesagt, ich habe mich total mit meiner Kreativität auseinandergesetzt und ich möchte euch davon teilhaben lassen. Ich finde das super wichtig und ich will euch inspirieren und euch zeigen, wie ihr malen könnt und wie ihr euch irgendwie, keine Ahnung, kreativ betätigen könnt. Das heißt, dieses Thema DIYs, wie ihr es bisher von dem Kanal kennt, wird vielleicht sich in irgendeiner Art und Weise wiederfinden, aber der Fokus ist ganz klar mehr auf dem tatsächlichen Zeichnen. Wir fangen heute schon mal an mit einer Kategorie, die sich nennt Studio Vlogs. Das heißt, ich zeige euch meinen Alltag in meinem Art Studio. Ich habe leider keins, aber das klammern wir einfach mal aus. Und zeige euch, wie ich so in meinem Alltag kreativ bin. Erzähle euch immer so ein bisschen was von den Sachen, die ich gerade mache und warum. Und hoffe, dass ich euch irgendwie inspirieren kann. Und diese Videos sind so ein bisschen länger. Das heißt, die sind dafür ausgelegt, wenn ihr gerade was esst, wenn ihr gerade wach werdet, wenn ihr gerade einschlaft, wenn ihr irgendwie selbst gerade kreativ seid und nebenbei was laufen habt oder sowas. Seht mich in diesen Studio-Vlogs als jemand, der mit euch gemeinsam kreativ ist und euren Alltag irgendwie bewältigt. Los geht's! Kreativität! Woo! Auf geht's! Das erste, was wir heute machen, und ich bin totally excited, ist Lenol-Schnitt. Das kennen vielleicht ein paar von euch aus eurer Schulzeit. Ich habe mir so eine lustige Box gekauft. Da ist alles drin, was das Lenol-Schnittherz begehrt. Und das machen wir jetzt. Noch ganz kurz, bevor ich anfange, warum überhaupt. Ich habe in der Zwischenzeit einen mini kleinen Etsy-Shop veröffentlicht. Aufgemacht, keine Ahnung, wie man das sagt, und verkauft da so ein bisschen meine Kunst. Und ich brauche für die Bestellungen so ein Do Not Bend, bitte nicht knicken Stempel. Und weil das ganz schön ist, dass man das stempeln kann und ich es aber trotzdem selbst gemacht habe, machen wir das jetzt. Bevor wir schnitzen können, muss erstmal eine Vorlage her. Die habe ich auf meinem iPad im Procreate gestaltet. Ganz wichtig an der Stelle ist, ihr müsst die Vorlage spiegeln, wenn ihr sie fertig habt. Sonst ist nachher der Linoldruck nicht lesbar, also genau andersrum. Als ich das dann gespiegelt habe, habe ich mein iPad als Leuchttisch benutzt und das Design dann einfach abgepaust. Und wenn ihr das habt, muss das Ganze natürlich auf diesen Gummiblock drauf. Und das ist so ein bisschen tricky, wenn man nicht weiß, wie es geht, denn es gibt da einen kleinen Trick. Nehmt mal das Blatt, auf dem ihr das abgepauste Design habt, und malt die Rückseite mit Bleistift an, weil dieses Graphit reibt sich mit der Zeit ab. Und wenn ihr das dann auf diesen Gummiblock drauflegt, dann könnt ihr das Design einfach nochmal nachzeichnen und durch den Bleistift auf der Rückseite wird das Ganze dann auf den Gummiblock übertragen. Ich habe das Ganze dann nochmal zur Sicherheit mit einem dicken schwarzen Pokostift nachgezogen, weil manchmal der Graphit von dem Bleistift so ein bisschen verschmiert, wenn man so spitzige Hände hat. Und ja, der Poco-Pen macht das nicht. Ja, und dann geht es ins Eingemachte. Jetzt wird geschnitzt.
Die Teile des Blocks, die nicht schwarz sind, müssen weg. Und wenn ihr das irgendwie mal selbst machen solltet, dann bitte passt auf eure Finger auf. Das Werkzeug, mit dem man da arbeitet und den Gummi bearbeitet und wegschnitzt, ist halt wie so ein kleines Messer. Und deswegen ist das total scharf. Und ich hatte das schon so oft, dass ich da einfach abgerutscht bin und mir irgendwie in den Finger geschnitten habe, weil man das, diesen Gummiblock natürlich auch hält. Ne? Also passt da ganz doll auf eure Finger auf und macht das lieber ganz langsam und ruhig. Und wenn ihr irgendwelche feinen Linien habt, ärgert euch nicht, wenn ihr manchmal was ein bisschen zu viel wegschnitzt. Das ist einfach Teil von der Sache. Ich habe auch teilweise, bin ich abgerutscht und habe einfach irgendwie eine Kante irgendwo rausgenommen, die ich eigentlich noch gebraucht hätte. Aber das gehört irgendwie dazu und ich glaube, dass man solche Sachen auch nicht perfekt machen kann. Also es gibt bestimmt Leute, die das können, ich kann das aber nicht. Und deswegen, das macht ja auch irgendwie so ein bisschen den Charme von der ganzen Sache aus. Genau, als ich dann soweit fertig war, dass nur noch das Design übrig ist und der Rest mit dem Tool schon weggeschabt wurde, habe ich das Ganze nochmal ausgeschnitten, damit das etwas praktischer ist und man das ein bisschen besser handeln kann. Also wie so ein richtiger Stempel eigentlich. Und dann kam die Farbe. Ich habe hier extra so Linol-Druckfarbe benutzt. Die muss man auf eine Fläche geben und dann mit diesem Rollerding ausrollern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das heißt. Falls ihr wisst, wie das Ding heißt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Und wenn das dann die richtige Konsistenz habt, dann könnt ihr das Ganze auf den Druck abrollen. Und wie ihr da schon seht, nur die Sachen, die oben sind, kriegen Farbe ab. Und so funktioniert halt einfach der Druck. Das heißt, wenn die Farbe drauf ist, sucht ihr euch einen Untergrund eurer Wahl. Ich habe meinen Kuvert genommen, weil darum ging es ja eigentlich. Und dann drückt ihr da so ein bisschen drauf rum, damit überall einmal Druck drauf war und die Farbe abgeht. Und dann zieht ihr es ab und dann, tada, habt ihr euren eigenen Stempel. So, jetzt habe ich alles vorbereitet. Jetzt haben wir unsere wunderschönen Kuverts mit unserem tollen Druck drauf. Und jetzt kann ich anfangen, meine Etsy-Orders zu packen. Und ich mag das ganz gerne, wenn man das bei anderen Leuten sieht. Und deswegen würde ich das gerne mit euch zusammen machen. Wie ihr seht, ich habe hier einmal so einen Artprint von Doc Martens. Und die packe ich meistens in so eine Schutzfolie rein. Nur zur Sicherheit, damit da nicht irgendwie noch was schief geht, wenn die geliefert werden oder so. Nicht, dass sie nass werden und sich wellen. Ja, und dann war es das mit dem Print schon. Und was ich aber liebe zu verpacken, sind diese Pins. Also erstmal bin ich eh super stolz auf die, weil ich die so schön gestaltet finde und ich hatte so viel Spaß. Und ich war so voll excited, als die ankamen und so, oh, mein erstes richtiges Produkt. Und ich mag auch so diese Backing Cards voll gerne, die hinten dran sind. Das heißt, ja, ich fühle mich so, als wäre das ein richtiges, echtes Produkt, wenn ich das ja, fertig gepackt habe, sozusagen. Und ja, bin ein bisschen stolz. Eine stolze Pin-Mama bin ich. ich mache auch ganz gerne immer noch so eine kleine Thank-You-Note rein, so eine Dankeskarte. Da ist jetzt offensichtlich kein Name drauf, weil ich jetzt nicht irgendwelche Namen draufschreiben möchte und dann Datenschutz und so, deswegen kommt gleich noch ein Name drauf. Aber was ganz interessant ist, ist das Papier, das habe ich selbst gemacht. Das ist so recyceltes Material, so Kartons und so Restpapiere, Altpapiere. Und die habe ich einfach zusammengepanscht und dann, man nennt das Papierschöpfen. Und dann kann ich hier draus meine Thank-You-Cards machen. Das finde ich eigentlich ganz geil. Falls ihr mal sehen wollt, wie ich so meine Papiere mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann zeige ich euch das. So, und das war es im Endeffekt eigentlich auch schon. Das heißt, ich packe jetzt hier meine Pins rein und dann das Thank-You-Note, die ich gleich nochmal rausmache auf Camera und den Namen draufschreibe. Und dann klinge ich die zu und dann muss vorne noch die Adresse drauf und eine Briefmarke. Und dann kann ich das zum Briefkasten bringen.
So, meine Freunde, es ist inzwischen später Nachmittag. Ich habe einen richtig guten Powernap hinter mir. Und jetzt wird ein bisschen an meiner Staffelei gezeichnet. Ich bin ja eigentlich jemand, der voll viel digital zeichnet, an meinem iPad zeichnet. Deswegen, das ist mein iPad. Also ich gerade gewundert habe, was hält die da in die Kamera? Und ich möchte mich aber so ein bisschen auch mit dem traditionellen Weg der Kunst auseinandersetzen. Und deswegen versuche ich jetzt mindestens einmal im Monat auf einer Leinwand zu zeichnen. Und weil ich aber immer noch besser meine Gedanken schnell aufs Papier bringen kann, auf meinem iPad, habe ich das Ganze schon mal zumindest vorskizziert, wie es aussehen soll. Aber auch nur die Linien. Ich halte euch das mal in die Kamera. Das heißt, man sieht eine Hand, die sich nach oben bewegt und sie hält einen Planeten in der Hand. Warum sind es mehrere Hände? Ich erkläre kurz mein Bild. Ich mache ja meistens Animationen auf dem iPad. Und weil ich das eigentlich ganz gerne mag und so Bewegungen gerne zeige, hatte ich mir Gedanken gemacht, hey, wie könnte ich das in traditioneller Art und Weise auch hinkriegen? Und bin drauf gekommen, hey, ich kann doch einfach trotzdem die Bewegung zeigen und zeichnen. Egal, ob man sie bewegt sieht oder ob man sie statisch sieht. Und deswegen sind das mehrere Arme, weil es im Endeffekt einfach eine Bewegung zeigt. Von den Farben her weiß ich es noch nicht. Ich bin jemand, der gerne so sehr extreme Farben nutzt. Es ist aber so ein bisschen Galaxy-Schmalaxy-mäßig angehaucht. Dementsprechend wird es wahrscheinlich ja in so Galaxy-Farben sein. Ich werde diese Leinwand in diesem Video nicht fertig kriegen. Dieses Bild wird dieses Video nicht fertig verlassen, weil das teilweise irgendwie ein 40-Stunden-Ding ist. Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt drauf an, wie viele Fehler ich mache. Aber ich zeige euch auf jeden Fall schon mal den Start und wie ich damit anfange. Und vielleicht seht ihr dann ja im nächsten Video das Ergebnis. Ole, ole! Neigt sich der Tag dem Ende zu. Das Bild habe ich nicht mal andersweise fertig bekommen. Aber jetzt ist es gleich 18 Uhr und ich mache mich fertig zum Streamen. Fast alles vorbereitet. Blöde Kameraperspektive. Alle relevanten Links, die ihr euch jetzt fragt, Amelie, wie ist der Link zu deinem Instagram oder sowas, findet ihr in der Videobeschreibung oder zu meinem Twitch. Vielleicht guckt ihr mal bei Instagram vorbei. Es gibt vielleicht schon ein Update von meinem Bild, das ich gerade gemalt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Lasst ein Like da, abonniert mich, ich bin die Coolste. Tschüss!